Hallo, heute gibt es den zweiten Teil meines Monatsrückblicks für September. Es ging weiter mit Yasushi Inoues Das Jagdgewehr. Das Jagdgewehr ist ein Gedicht, das ein Schriftsteller für eine Zeitschrift für Jäger geschrieben hat. Dieses Gedicht kann man übrigens auch auf den ersten Seiten in diesem Buch nachlesen. Kurz nach Erscheinen dieses Gedichts erhält der Schriftsteller einen Brief von einem Jäger namens Misugi. Der Schriftsteller und Misugi kennen sich nicht, aber Misugi hat sich sofort in diesem Gedicht wiedererkannt und ist gerührt, dass er dem Dichter als Inspirationsquelle diente. Deswegen möchte er, dass der Schriftsteller ihn besser versteht, sieht, wie er wirklich ist. Umso interessanter ist es, dass Misugi hier nicht selbst über sich und sein Leben berichtet, sondern drei Frauen erzählen lässt, durch drei Briefe, die er selbst erhalten hatte. Der erste Brief ist von der Tochter seiner Geliebten. Sie hat heimlich das Tagebuch ihrer Mutter, also Misugis Geliebten, gelesen. Der zweite Brief ist von Misugis Ehefrau. Sie weiß Bescheid über den Ehebruch ihres Mannes und schreibt ziemlich sachlich kalt eigentlich, was sie darüber denkt und wie sie sich wünscht, weiter vorzugehen. Der dritte Brief ist dann von Misugis Geliebten selbst. Sie ist übrigens die Cousine seiner Ehefrau. Durch das gesamte Buch, und es besteht fast nur aus diesen drei Briefen, zieht sich eine zarte Melancholie, Traurigkeit und das Gefühl einer stillen Einsamkeit. Dabei hat der Schriftsteller das auch wunderschön geschrieben, sodass es mich genauso still und leise auch berührt hat. Was mir zusätzlich gefiel, war, dass der Schriftsteller aus dieser Geschichte keine Tragödie macht. Es ist keine Gefühlsduselei. Im Gegenteil, er hat sehr vorsichtig und feinfühlig geschrieben, wie es ist. Was mich auch fasziniert hat, war, dass wir alles über Misugi erfahren, ohne dass er selbst überhaupt den Versuch unternommen hätte, hier uns irgendetwas zu sagen oder mitzuteilen. Durch die Briefe offenbart sich eigentlich schon alles. Und ja, das gefiel mir sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das nächste Buch wird, glaube ich, nicht so leicht zu erklären. Es ist auf jeden Fall Chilenisches Nachtstück von Roberto Bolaño. Hier geht es um Sebastian. Sebastian ist Literaturkritiker, aber auch Geistlicher und Mitglied des Opus Dei und auch ein mittelmäßiger Dichter. Er liegt hier im Sterben, möchte aber kurz vor dem Tod noch Zeugnis von seinem Leben ablegen. Und das Ganze fühlte sich für mich eigentlich an wie ein Gedankenmonolog. Ich kann es gar nicht anders sagen. Sebastian erzählt hier, wie er in die literarischen Kreise eingeführt wurde, wo er unter anderem Pablo Neruda kennengelernt hat oder auch welche Arbeit er in Europa als Geistlicher nachgehen sollte oder auch mit welchen Tätigkeiten er betraut wurde nach dem Militärputsch in Chile, wo er dann beispielsweise auch mit dem Diktator Pinochet in Kontakt getreten ist. Und man merkt während des Lesens die ganze Zeit, dass in Sebastian ein inneres Chaos oder besser gesagt eine innere Unruhe herrscht. Nicht nur, aber vor allem, weil es sich die ganze Zeit wie eine Rechtfertigung liest, eine Rechtfertigung insbesondere vor sich selbst. Er hat es oft genug auch vorgezogen, in bestimmten Situationen zu schweigen und passiv zu bleiben, wo vielleicht das Gegenteil nötig gewesen wäre, um jetzt kurz vor dem Tod ein reines Gewissen zu haben. Er kämpft auf jeden Fall mit seinen Schuldgefühlen, gleichzeitig lässt er sie aber auch nicht immer richtig zu und gesteht sie sich auch nicht richtig ein. Dieses Buch war für mich schon eine Herausforderung. Zum einen, weil es hier keine Kapitel gibt und es gibt noch nicht mal Absätze. Der Text fließt und fließt und fließt und das machte es mir manchmal ein bisschen schwer, aber eben insbesondere auch inhaltlich. Es geht hier viel um die chilenische Literatur und auch viel um die chilenische Geschichte. Und ich denke, es wäre für mich besser gewesen oder leichter gewesen, hätte ich im Vorfeld schon mehr darüber gewusst, statt während des Lesens immer wieder zu versuchen, Informationen einzuholen. Ich denke auch, dass hier eine Kritik und vielleicht auch eine Art Vorwurf bestimmten Gruppen oder Menschen gegenüber enthalten sein könnte, aber das werde ich mit Sicherheit irgendwann in ein paar Jahren besser verstehen und auch nachvollziehen können und diesem Buch generell mehr entnehmen können, denn ich möchte es in ein paar Jahren auf jeden Fall noch einmal lesen. Ich fand dieses Buch trotzdem interessant, es war außergewöhnlich, sehr
faszinierend. Das nächste Buch war Und damit fing es an von Rose Tremaine. Hier geht es um Gustav. Gustav lebt zusammen mit seiner Mutter in der Schweiz in der Nachkriegszeit, also in den 40er Jahren. Sie leben in ärmlichen Verhältnissen. Gustav ist ein ruhiger und lieber Junge, aber die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist nicht ganz so einfach. Insbesondere da die Mutter, Emily, recht kalt und lieblos ihrem Sohn gegenüber ist. Gustav lernt dann in der Schule Anton kennen, der neu zugezogen ist. Anton Zwiebel ist Jude und die Zwiebels sind recht wohlhabende und gebildete Leute. Anton und Gustav freunden sich schnell an und werden auch sehr schnell beste Freunde. Und das passt Emily, Gustavs Mutter, nicht ganz so gut. Zum einen, weil Gustav bei Anton Dinge sieht und erlebt, die sie ihrem Sohn selbst nicht bieten kann. Und zweitens, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ihr Mann Erich, Gustavs Vater, war stellvertretender Polizeichef in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges und hat einigen Juden das Leben gerettet. Natürlich war dieses Unterfangen auch ziemlich gefährlich für ihn selbst. Emily macht diesen Einsatz ihres verstorbenen Mannes für ihre jetzige Lebenssituation verantwortlich. Und genau das, Erichs und Emilys Geschichte, lesen wir im zweiten Teil des Buches. Das beginnt ab 1937. Da geht es um das Kennenlernen der beiden, die Eheprobleme, natürlich auch um die Arbeit von Erich, und ja, das wird dann eine ziemlich tragische Geschichte. Und dann gibt es den dritten Teil in diesem Buch, und das spielt ab 1992. Das heißt, Gustav und Anton sind dann schon über 50, glaube ich, und lange Zeit hatten sie keinen Kontakt mehr oder wenig Kontakt zueinander, was vor allem an Anton lag, aber das könnt ihr dann selbst lesen. Das ändert sich dann in diesem dritten Teil. Sie bekommen wieder mehr Kontakt zueinander. In diesem Buch geht es um folgende Themen. Zum einen geht es um die Liebe, beziehungsweise auch um das Nicht-Geliebt-Werden. Dann geht es um die Judenvertreibung, diesmal aus Schweizer Sicht. Das ist also mal was anderes. Und dann geht es auch um die Themen Ruhm und Ehrgeiz, aber auch darum, genügsam zu sein, beziehungsweise zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Auf diese Punkte bin ich jetzt bei der Zusammenfassung nicht näher eingegangen. Es gibt auf jeden Fall viele Themen, die hier in diesem Buch behandelt werden. Ich habe mich immer wieder gefragt, wo der Fokus liegt. Musste dann aber feststellen, dass alle Themen gleichwertig behandelt werden. Zumindest fühlte es sich für mich so an. Das heißt, ich war am Anfang so ein bisschen so leicht orientierungslos, weil ich nicht wusste, in was steigen wir jetzt tiefer ein. Ich denke, das ist ganz hilfreich, wenn man das vorher weiß. Es ließ sich gut und angenehm lesen. Es ging vor allem auch sehr schnell. Ich fand die Themen sehr interessant. Unterm Strich fand ich das Buch auch ganz gut, aber so richtig nah ging es mir nicht. Weiter ging es mit Emma von Maria Barbal. Emma ist obdachlos, arbeitslos und auch recht planlos. Bevor sie in diese Situation kam, lebte sie zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter. Aber genau dieses Leben, das sie zuvor führte, mit ihrer Rolle als Hausfrau, als Mutter, als Schwiegertochter und so weiter, brachte sie überhaupt in diese Lage, also auf die Straße. Sie ist einem Mann gefolgt, der sich dann aber, ja, ohne Ankündigung aus dem Staub gemacht hat. Sie hat keine Ahnung, wo er steckt, und seitdem lebt sie auf der Straße, da ihr Mann sie auch nicht wieder zurück ins Haus lässt. Als Obdachlose nun schreibt sie eine Art Tagebuch für ihre Tochter, denn das ist es, was sie wirklich bereut, dass sie ihre Tochter einfach so verlassen hat. Und sie möchte sich zumindest erklären durch dieses Tagebuch, auch wenn sie sich durchaus bewusst ist, dass ihr dadurch nicht automatisch verziehen wird. Alle Versuche, sie wiederzusehen oder wieder mit ihr in Kontakt zu treten, werden verhindert. Neben diesen Problemen ist das Leben auf der Straße natürlich nicht leicht, und außerdem hat sie auch noch Probleme mit einer Gruppe Jugendlicher. Es bleibt abzuwarten, ob die paar Menschen, die sie verstehen wollen und die ihr helfen wollen, sie wirklich aus dieser Situation herausholen können. Ein von Anfang an bedrückendes Buch bis zur letzten Seite. Manche Fragen blieben für mich unbeantwortet, wodurch manches für mich auch nicht immer sehr nachvollziehbar war. Trotzdem hat es noch nachgehallt. Ein Buch, das mich auf jeden Fall erreicht hat, obwohl es einige Schwachstellen meiner Meinung nach gab. Über das nächste Buch hatte ich bereits gesprochen im Video. Drei Bücher, deren Anfang ich nach dem Beenden nochmal lesen musste, glaube ich, habe ich es genannt. Ihr findet auf jeden Fall die Links, falls ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet. Deswegen halte ich es hier recht kurz. Es geht hier um zwei sehr unterschiedliche Männer, die zufällig zusammentreffen
Einer von ihnen ist sehr genügsam und lebt zurückgezogen in einer Hütte mitten in den Wäldern. Der andere ist, wie gesagt, sein genaues Gegenteil und möchte deswegen auch sehr bald der Hütte und dem Leben des Genügsamen entkommen. Der Genügsame bietet sich dann an, ihn ein Stück im Wald zu begleiten, da er sich sonst verlaufen könnte. Die Frage, die sich dann aber stellt, da ab da alles noch sehr viel rätselhafter wird, ist, wer hier eigentlich wem und inwiefern Orientierungshilfe bietet. Es ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein Buch, das sich dem Leser nicht sofort erschließt. Man muss sich sehr viele Gedanken über dieses Buch machen. Das war auch der Grund, weshalb ich dieses Buch gleich zweimal im September gelesen hatte. Aber ich war begeistert. Mich konnte das auf jeden Fall faszinieren. Ich fand es vor allem sehr schön, was ich noch alles in diesem Buch an Themen und anderen Dingen entdecken konnte, nachdem ich mir darüber Gedanken gemacht hatte und es dann eben auch noch ein zweites Mal gelesen habe. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, weise ich nochmal auf das andere Video hin. Das letzte Buch für dieses Video ist Bird Box von Josh Mellerman. Das haben wir schon einige Booktuber besprochen. Hier geht es um etwas, das plötzlich auf der Welt existiert, etwas zuvor nie dagewesenes. Wenn ein Mensch dieses Etwas sieht, wird er sofort verrückt, bringt erstmal alle Menschen in seiner Nähe um und dann anschließend sich selbst. Um was es sich dabei genau handelt, weiß man nicht, denn es gibt ja keine lebenden Augenzeugen. Deswegen also verbarrikadieren sich alle Menschen in ihren Häusern, sie verriegeln Türen und Fenster und decken auch alles sehr sorgfältig ab, denn sie möchten natürlich nicht dieses Etwas sehen, wenn es zufällig gerade vorbeiläuft, den Verstand verlieren und so weiter. Falls sie mal das Haus verlassen müssen, tun sie das nie ohne sich vorher die Augen zu verbinden. Wir folgen hier Mallory, die zusammen mit ihren zwei kleinen Kindern versucht zu flüchten, einen sicheren Ort zu finden. Diese Reise an sich ist schon ungewiss und wird natürlich auch dadurch erschwert, dass sie nicht sehen dürfen. In Rückblenden erfahren wir immer wieder, wie dieses Phänomen, sage ich jetzt mal, anfing, wie es sich dann auf der Welt verbreitete. Wir lesen auch, wie Mallory und auch Menschen in ihrer Umgebung anfangs damit umgingen, wie sich das dann alles entwickelt hat und wie es so weit kam, dass Mallory keine andere Hoffnung mehr hat als diese sehr riskante Flucht. Vielen Booktubern hat dieses Buch ja wirklich sehr gut gefallen. Falls ihr meinen Tag-Video gesehen habt, unser einschüchternder Sub, da hatte ich bereits beschrieben, dass ich mir bestimmte Bedingungen vorgestellt hatte, unter denen ich dieses Buch lesen möchte. Das habe ich auch geschafft. Es war nachts, ich war alleine zu Hause und ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ich muss aber sagen, dass ich mir wirklich keine einzige Sekunde ins Hemd gemacht habe. Was jetzt nicht so schlimm ist, denn ich bin scheinbar auch nicht sehr ängstlich, wenn es um solche Dinge geht. Aber ich hätte mir dann zumindest gewünscht, dass es Spannung hat oder dass es mich auf irgendeine andere Art und Weise fesselt, hat es bei mir leider nicht geschafft, dieses Buch. Leider. Deswegen war ich enttäuscht. Mir hat es nicht so gut gefallen. Falls ihr dieses Buch aber lesen möchtet oder ihr habt es bereits auf eurem Sub liegen, dann würde ich euch vorschlagen, einige der anderen Videos zu diesem Buch euch anzusehen. Denn, wie gesagt, den meisten hat dieses Buch unglaublich gut gefallen, aber mir leider gar nicht. Und das war es dann auch für den zweiten Teil des Monatsrückblicks September, genau. Ich freue mich natürlich wieder über unseren Austausch unten in den Kommentaren. Habt ihr irgendeines dieser Bücher gelesen? Was sind eure Eindrücke? Hat euch irgendein Buch besonders angesprochen? Lasst uns quatschen. Und damit wünsche ich euch dann noch gemütliche Lesestunden. Bis zum nächsten Video hoffentlich. Macht's gut. Tschüss.